Hallöchen. Das ist jetzt Versuch Nummer 4. Egal. Was seht ihr hier? Hier seht ihr eine Powerstation. Diese Powerstation habe ich von einem YouTube-Kollegen geschenkt bekommen. Darum ist das jetzt auch kein direktes Werbevideo. Ich werde aber mal unten in der Ecke, glaube ich, Werbevideo hinschreiben. Ist egal. Vielleicht schaut ihr der ein oder andere Hersteller mit. Und ja. Aber es ist eine Powerstation. Kennt ihr? Ich hoffe, ihr kennt sowas. Wer es nicht kennt, eine ganz kurze Erklärung. Das ist ein tragbarer Stromgenerator, der auf Akku funktioniert. Also nicht auf Benzin, sondern da sind Akkus drin und ich habe Strom. In dem Fall 230 Volt, 12 Volt, USB. So, was ist das jetzt für eine? Das ist eine Powerstation vom Hersteller Sunfu, keine Ahnung was, 576 Watt. So, das heißt, 576 Wattstunden stecken hier drinne. Das ist völlig ausreichend für das, was ich vorhabe. Das Ding hat einen Wechselrichter drinne mit reinem Sinus. Das hat derjenige schon getestet. Auf den hier. Mit 600 Watt kann ich die Kiste belasten. Dauerhaft sollte nichts passieren. Es gehen sogar 700, vielleicht sogar 800 Watt dauerhaft. Hat er getestet. Funktioniert. Schaltet nicht ab. Wird es mehr, schaltet sie ab. Sie kann, glaube ich, bis 1200 Watt ganz kurz bereitstellen. Das heißt, wenn ich eine Bohrmaschine oder Steifbock oder Dremel oder was anschließe, dann kann das mal sein beim Einschalten, dass der Strom mal ein bisschen drüber piekt, aber dann ist er wieder zurück. Dann sollte sie nicht gleich komplett abschalten, dann sollte sie das verkraften können und weiterhin Strom liefern. Weil der Strom schießt nur einmal kurz hoch und dann geht er wieder runter. So, das ist das. Da habe ich hier diese 12-Volt-Buchse. Das ist diese ganz normale, die wir aus dem Auto kennen. Die meisten kennen das Ding als Zigarettenanzünderanschluss. Das ist halt die Autosteckdose. Ups. Für solche Stecker hier kennt man. Die steckt man rein und hat dann Saft auf dem anderen Ende. Hier sind drei Hohlstecker, 12 Volt, aber kein Eingang, sondern Ausgang. Und zwar genau andersrum mit solch einem Hohlstecker, den man da reinsteckt und dann hat man Saft da drauf. In dem Fall wäre jetzt hier Saft drauf, brauche ich ja nicht, kann ich abschneiden. Und mir was anderes daran basteln. Ihr kennt mich, ich bastel sowieso. Und USB, zweimal USB-C und zweimal USB. Hier steht QC 3.0. Ich weiß aber nicht, das ist nicht USB 3.0, weil die Stecker sind USB 2.0 oder die Buchse hier drin. Da sind nur vier Kontakte drin und USB-C hat, glaube ich, 8 oder 10 Kontakte. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, müsste ich noch mal nachgucken. Kann ich das sogar? Kann ich, glaube ich, sogar. Moment. Hat ja die normalen 4 und ne, kann ich nicht sehen. Der ist nämlich genau verkehrt rum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kontakte müssten das insgesamt sein. Die 4 normalen, die man kennt, und nochmal 5 weitere kleinere. Die hat dieser aber nicht. Da sind wirklich nur 4 Stück drinne. Okay, macht nichts. Dann haben wir hier einen weiteren Hohlstecker. Da steht Input, komme ich gleich zu. Hier ist eine Lampe. Hier ist ein Lüftungsloch. Und das war's. Also auf der Seite ist halt noch ein Lüfter. Den habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Soll relativ laut sein. Ist mir aber scheißegal, wenn ich Strom brauche, brauche ich Strom. Ist mir der Lüfter doch egal. Hauptsache ich habe Strom. So. Was kann das Ding? Das Ding kann, wie gesagt, 600 Watt auf der Steckdosen, 700, 800 Watt dauerhaft kann es halt wohl oder länger, keine Ahnung. Ein bisschen länger und schaltet dann ab, weiß ich nicht wie lange. Aber 600 Watt soll das Ding in Dauer können. Reicht. USB sag ich schon. Die drei 12 Volt Anschlüsse hier sind mit 10 Ampere, also insgesamt 10 Ampere. Das heißt, wenn ich alle drei benutze, 3,3, 3,3, 3,3, sind wir bei 9,99. Reicht. Oder alt ein mit 10 Ampere, aber das würde ich dem kaum zutrauen, dass der 10 Ampere kann. Egal, aber da wären dann 120 Watt insgesamt rausziehbar.
aus dem großen hier genau dasselbe, 10 Ampere, 120 Watt. Und USB-Anschlüsse, ein USB-C, ein USB-C und die zwei USB-irgendwas, wie ich sagte, der erste obere USB-C heißt PD100 In-Out. PD heißt Power Delivery, heißt ich kann damit 100 Watt Strom, Power, Kraft, keine Ahnung, ja, verteilen. Das ist so halt die grobe deutsche Übersetzung, Kraft verteilen, Power Delivery, grobe Übersetzung. Also bis 100 Watt, 20 Volt, 5 Ampere sind 100 Watt und dann geht es runter auf 15 Volt, 12 Volt, 9 Volt, 5 Volt. Der da unter hat 27 Watt, der kann dann halt nur bis 12 Volt und die können angeblich bis 18 Watt und 12 Volt. Angeblich 12 Volt. Ich weiß nicht, ob die wirklich 12 Volt können. Keine Ahnung, kann ich nicht testen. Ich gehe mal nicht von aus, dass die 12 Volt können, sondern nur 5 Volt können. Ich habe kein direktes Testgerät dafür. So, zu dem interessantesten hier dran komme ich aber jetzt noch, und zwar ist das der Input. Der Input kann 5 bis 24,5 Volt und 2 bis 5 Ampere. Damit lädt man das Ding auf. Ich habe ein Netzteil dazu gekriegt mit 24 Volt, 100 Watt. Damit habe ich die Kiste aufgeladen. Und es ist ein MPPT-Laderegler. Und wer MPPT hört und es weiß, das heißt doch was mit Solar. Richtig. Man kann das an Solarzellen anschließen, wo die Solarzelle in der Maximumspannung, also mit der Open Voltage, also mit der nicht belasteten Spannung, nicht höher als 24,5 Volt geht, kann man da anschließen und dann kann das Ding laden mit bis zu 100, gerechnet bei 5 Ampere, bis zu 122 Watt, also 120 Watt kann man das Ding dann laden über Solar. Ist nicht verkehrt, ist okay. Wie lange die Ladezeit ist, wie lange die Laufzeit ist, habe ich alle selber noch nicht getestet. Ist mir aber relativ. Und auf der Rückseite ist noch eine Lampe. Die habe ich, glaube ich, gerade gezeigt. Und jetzt eine kleine Warnung an die Epileptiker, was gleich kommt. Ja, könnte ein bisschen doof sein. Vor allen Dingen in der letzten Stufe, die ich hier zeige. Warne ich gleich nochmal vor. Also man kann sie anschalten. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist heller. Stufe 3 ist noch heller. Das ist ganz schön hell. So, für die Epileptiker ist, glaube ich, das noch nicht ganz so schlimm. Das ist SOS. Aber jetzt kommt das Schlimme. Ein langes, dolles Flackern. Das ist eklig. So, das war das. Wenn ich jetzt das Ding umdrehe, werdet ihr ein Display sehen. So. Seht ihr ein Display, weil ich das schon mehrfach versucht habe. Es ist schon auf 96%, egal. Hier Akku-Balkenanzeige, Prozentanzeige, irgendeine Minutenanzeige, für was auch immer das gut sein soll, weil irgendwie habe ich noch nicht rausgekriegt, dass das Ding genau funktioniert. Das heißt, ich habe es ausgeschalten. Ja, ist ja gut. Macht den USB, macht er gleich. Und eine Wattanzeige. Jetzt halt, da steht hier noch USB-A, weil ich hier drauf gedrückt habe. Und die Wattanzeige ist ganz gut, weil dann sehe ich, wie viel Saft ziehe ich hier raus. Da muss ich nicht hier mit so solchen Strommessgeräten, Stromkostenmessgeräten da dran arbeiten. Kann ich ja mal reinstecken, einmal AC anschalten. Ihr seht schon, hier steht jetzt 220 Volt, 50 Hertz. Nimmt jetzt gerade 6 Watt. Was sagt das Ding hier? 228 Volt. Das war's. Ich kann davon keine Herzzahl sehen. Die Herzzahl kann ich mit dem anderen sehen. Wo habe ich den denn jetzt hingepackt? Irgendwo habe ich den hingepackt. Keine Ahnung, 50 Hertz. Stimmt, aber passt da. Ist reiner Sinus, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Nimmt 5 Watt im Leerlauf. Okay. So. Dann kann ich das ausschalten. Wenn ich jetzt die Lampe hinten einschalte. Nee. Bis wann? Steht da LED. 0 Watt. Nix. Stufe 2, 1 Watt. Oh, er springt auf Out. Er zeigt mir an, er kriegt, nimmt gerade Strom raus. 1 Watt. Stufe 2 oder 3 besser gesagt. 5 Watt. Die LED ist wirklich hell.
Auch out. Dann das SOS, ist klar, geht das wieder runter auf 2, 3, was weiß ich was Watt. Da zeigt er schon mal nichts an. Jetzt zeigt er mal wieder was an. Und das Blitzen da mit 1 Watt. So, und mal wieder aus. So. USB-C Power Delivery ist klar, habe ich glaube ich schon vorher gezeigt, aber müsst ihr mir jetzt mal glauben. Meine Nintendo Switch kann ich jetzt darüber endlich mal mit Power laden, weil das ist mein einziger USB-C Ladestecker, den ich hier überhaupt habe, der zwischen 5 und 25 Volt kann. Und dann geht es wieder aus, das ist auch ganz gut. Sag schnell. Die Switch nimmt da glaube ich 15 Watt über den mit 15 Volt, das ist ganz gut, mit dem hier unten glaube ich 5 Watt und über den normalen USB nimmt sie nur 2-3 Watt und das reicht nur zum Lass laden, aber nicht spielen nebenbei. Wenn ich spiele und brauche Saft, dann muss ich schon den oberen nehmen, dann brauche ich schon Saft. So, jetzt macht das Ding wieder aus, das war's. So, dann wie gesagt, es ist ein MPPT Dings drinne. Ich habe hier ein Netzteil, das ist nicht das Netzteil, was dazu ist. Ein Dings-Holstecker, ich hole es mal vor. Da steht drauf 12 Volt DC 1200 mAh. Sind nach Adam Riese 15 Watt ungefähr. Steht hier Equipment up to 15 Watt. Also nach Adam Riese 15, 16 Watt. Passt mal auf, was das Ding macht. Kann das jetzt natürlich nicht messen, aber wenn ich das Ding jetzt reinstecke zum Laden, dann springt schon mal die Anzeige an. Das Ding springt hoch auf 18, 20, 20 Watt, teilweise noch ein bisschen mehr. Und es lädt jetzt. Das lädt auch, wenn ich das Ding ausschalte. Dann lädt das Ding eben, habt ihr gesehen, da stand noch 80 Minuten, 96%. Wenn ich das Ding jetzt laufen lasse, dann wird das geladen. 71 Minuten. Das ist wohl die Laufzeit. 72 Minuten, keine Ahnung. Ja, jetzt sind der Mehrwahl Displays an. Also es lädt auch, wenn das Display aus ist. So, jetzt ziehe ich sie wieder raus. Ich schalte sie aus. Das ist diese MPPT. Da holt sich den Maximum möglichen Strom bei Spannung und wie auch immer. Was da rauskommt, das ist dieses MPPT, das ist das Gute. So, und jetzt gibt es eine Sache, die wollte ich einmal messen, und das ist jetzt für vielleicht den ein oder anderen Hersteller vielleicht ein Grund, mal zuzuhören und eventuell da mal was zu machen. Und vielleicht möchte ein oder andere mir ja mal ein so ein Gerät zukommen lassen. Wenn ich jetzt hier auf AC on gehe, passiert nichts. Ich muss sie erst einschalten. Das ist schon mal ganz gut. Ich muss sie erst einschalten. Dann kann ich den AC anmachen. So, AC ist on. Ja, haben wir ja auch. Gut. Ich nehme jetzt hier die Messspitzen. Schwarz und rot. Schwarz gehe ich in die linke. In das linke Loch und rot in das rechte, und das hat hier Generierung, und jetzt bin ich drin. Jetzt haben wir hier 230 Volt ungefähr. Jetzt ziehe ich das aus dem rechten Loch wieder raus und gehe an den Schutzkontakt. Das sind 6, irgendwas, 6, irgendwas, 6, irgendwas, 6, irgendwas. Ich schätze mal, die sind parallel geschalten. Jetzt gehe ich wieder in das andere Loch rein. Jetzt sind wir wieder bei 230. Nehme ich den anderen aus dem linken Loch und gehe auf den. 8, irgendwas. 8, irgendwas Volt. So, nun habe ich an dem Multimeter noch eine Low-Impedanz auf 0,3 Volt. Also, achso, ich muss erst in das andere Loch. Da ist nichts. Jetzt gehe ich in das andere Loch, also 5 Volt, nochmal Low-Impedanz, 0,2 Volt. So. Jetzt gehen wir mal auf DC zum Schutzkontakt. Haben wir nichts. So,
zu den 12 Volt Anschlüssen, müsst ihr mir jetzt glauben, gehe ich jetzt mal einmal. Ist auch nichts. Jetzt gehe ich auf den anderen. Auf dem DC ist nichts. Auf dem 0,2. In der Mitte 0,2. So. Wie viel DC ist drauf? 0,05 Volt DC. Jetzt gehe ich nochmal auf AC. Dann sind wir bei 230. Jetzt nehme ich wieder die eine Seite raus. Gehe an den DC-Anschluss. Da sind wir bei 116, 117. An dem Minus-Anschluss. Am Plus-Anschluss genauso 117. AC. Jetzt gehe ich auf den anderen Nippel wieder. Und gehe auf den Minus-Anschluss. 101 Volt. 101 Volt und AC ist immer noch eingeschalten. Jetzt gehe ich aus der Stoße raus, gehe auf den Schutzkontakt und 12 Volt Masse, 1,6 Volt, 12 Volt plus 1,5 Volt. Schalte ich mal DC mit an. 1,4, das war ein Kurzschluss. Hat er sich gleich ausgeschaltet? Nein, ist noch an. 1,3, okay. Geh aus. So. Das wollte ich wissen. Das habe ich bei vielen nicht gesehen, dass die das mal gemessen haben. Vom AC auf den DC. Ob da irgendwo eine vernünftige eine Verbindung ist. Und ich habe gesehen, es ist von da nach da 110 bis 117 Volt. Noch mal gucken, ob ich das hinkriege mit Low Impedanz, ob das Ding auch ordentlich Saft drauf hat. Kindersicherung hier entsperren. So, auf den Masse Low Impedanz sind wir noch bei 31 Volt. Das kann schon ein bisschen Zwiebeln in den Finger, das ist nicht so schön. Und eine andere Sache, ich hätte mir gewünscht, dass zumindest N und PE bzw. Schutzkontakt eine Verbindung hat und das Ding erkennt, wenn da von L auf Schutzkontakt irgendwie was drauf kommt und abschaltet. So eine Art FI. Wenn es sowas geben sollte, kann ja ein Hersteller sich ja mal bei mir melden und mir so ein Ding zur Verfügung stellen, der so eine Art FI drin hat. Das würde ich gerne mal testen wollen, ob das wirklich funktioniert. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt ein Gerät in im Garten da reinstecke und das hat wirklich von L eine Verbindung auf ein Metallgehäuse, passiert mir nichts. Ist ganz gut. Stecke ich das aber in einer normalen Steckdose, Hausstrom, hier zu Hause irgendwo rein, und ich habe keinen FI zwischen und ich packe an das Gehäuse, dann kriege ich eine, ordentlich eine geknallt. Darum geht das. Es wäre schön, wenn das Ding das erkennen würde und sagt, mit dem Gerät möchte ich nicht zusammenarbeiten. Das hat einen Fehler. Das wäre schön, wenn es sowas geben würde. Auch als Schutz für einen, dass man nicht solche Geräte benutzt, die dann schon einen Fehler haben. So, das wollte ich mal gucken, wollte ich messen, habe ich gesehen. Also von AC auf den hier ist schon eigentlich ein bisschen was an Saft drauf. Das kann schon kribbeln, wenn man dazwischen und dazwischen irgendwie mal anfasst. Es kann kribbeln, muss es nicht. Aber im allen und ganz, im Großen und Ganzen ist das gar nicht so verkehrt, das Teil. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Und nochmal herzlichen Dank an den YouTube-Kollegen. Vielen, vielen Dank. Und wenn ein Hersteller meint, er kann mir so ein Ding mal zuschicken, ich werde das Ding mal testen, wenn ich es kann. Mit meinen Möglichkeiten teste ich das und nehme es vielleicht mal auseinander. Das werde ich nicht auseinandernehmen. Ich möchte davon noch ein bisschen was haben. Wenn ich das jetzt auseinandernehme und das geht kaputt, habe ich es wieder, habe ich wieder nichts und ich brauche das aber im Garten. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.